Ja, hallo, ich bin der Basti. Ich arbeite auch seit einem Jahr für Free Indeed. Und wenn ihr auf die Internetseite geht und so weiter, dann seht ihr, was, also meine Arbeit so. Ich bin da Designer, ich bin Autor. Und ich war auch jahrelang abhängig von Pornografie. So, wir haben jetzt schon genug Zeugnisse darüber gehört, dass Leute frei geworden sind und dass Freiheit wirklich möglich ist. Und was mich so fasziniert an dem ganzen Thema. Danke. Genau, was mich so fasziniert ist, dass Gott es nicht einfach von heute auf morgen weggenommen hat. Wir erleben es so oft, dass Männer zu uns kommen oder Frauen zu uns kommen und sagen, boah, ich habe schon so viel gebetet, ich habe ständig für mich beten lassen wegen Befreiung und dass irgendwie über Nacht das Ganze verschwindet und ich kein Problem damit mehr habe und es ist nicht passiert. So, und viele fragen sich einfach, warum? Warum passiert es nicht einfach über Nacht? Und die einfache, aber auch gleichzeitig komplizierte und schwierige Antwort ist, weil wir lernen sollen zu kämpfen. Und diese ganze Geschichte, die David erlebt hat gegen Goliath, war für ihn so wie so ein Nadelöhr. Wenn er sich Goliath nicht gestellt hätte, dann wäre David nicht an den Hof von König Saul gekommen. So, denn warum hätte Saul David holen sollen? Das heißt, Gott hat einen Riesen gepflanzt in das Leben von David, damit sich David dem stellen kann, ihn überwinden kann, nicht aus sich selbst heraus, sondern aus dem heraus, dass Gott ihn dazu befähigt, damit er in seine Berufung hineinkommt und König werden kann. Ohne Goliath wäre David wahrscheinlich nicht König geworden. Und das ist richtig spannend. Jeder von uns, egal ob Mann oder Frau, und egal ob Problem mit Pornografie oder nicht, ist hineingestellt in einen Kampf. Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, damit du das ewige Leben gewinnst, zu dem Gott dich berufen hat. Zu diesem Kampf hast du dich in besonderer Weise verpflichtet, als du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Jeder von uns, egal ob pornografieabhängig oder nicht, steht in diesem Kampf des Glaubens. Es gibt im geistigen Leben keine Kriegsverweigerer. Es gibt im geistigen Leben keine Pazifisten. Denn alle Kriegsverweigerer und Pazifisten gehen unter. In dem Moment, wo wir gesagt haben, ja, Jesus, ich folge dir nach, in dem Moment, wo wir das bekannt haben vor Zeugen, wurden wir vor der unsichtbaren Welt hineingesetzt in die Schlachtreihen Gottes. Wir gehören zu diesen Schlachtreihen. Stehen da mit drin. Wenn wir jetzt sagen, nee, ich schmeiße meine Waffen weg, und ich kämpfe nicht und ich bin eigentlich dagegen und ich will eigentlich nur ein ruhiges Leben führen und Jesus soll mich tragen und durch alles durchschleppen, dann passiert Folgendes. Dann passiert, Jesus sagt es, seid wachsam und nüchtern, euer Feind der Teufel schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemanden von euch verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dass dein Kampf tobt, um uns, um unsere Herzen, um uns herum in der geistigen Welt. Und man sich nicht dem stellt und sagt, nee, nee, ich bin eigentlich Pazifist, ich will gar nicht kämpfen. Oder dafür habe ich mich eigentlich gar nicht gemeldet. Dann passiert nämlich genau das, dann kommt der Löwe und verschlingt uns. Und das ist mir passiert. Ich habe das nicht beigebracht bekommen, wie ich geistig kämpfe und wie ich den Kampf des Glaubens kämpfe und was dieser Kampf überhaupt ist. Und deswegen wurde ich übermannt von diesem Löwen, der umhergestriffen ist und mich verschlungen hat. Und ich konnte mich dem nicht stellen und ich war jahrelang wie gefesselt und habe gefleht, dass das einfach verschwindet. Aber es ist nicht verschwunden. Warum? Weil Gott wollte, dass ich mich diesem Riesen stelle. Und dass ich ihn besiege, weil mich das fähig macht, auch alle anderen Kämpfe zu kämpfen, die noch kommen werden. Für die unter euch, die kein Problem mit Pornografie haben, dieses Thema ist relevant, weil jeder Kampf in eurem Leben läuft eigentlich ziemlich ähnlich ab. Der Kampf, in dem wir stehen, ist der Kampf des Glaubens. Was genau versteht man darunter? Und was genau ist Glauben? In der Bibel steht, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Als Eva im Paradies ist, so, und kurz bevor sie vom Baum der Erkenntnis isst, kommt die Schlange zu ihr und sagt ihr, hey, siehst du diesen Baum? Und willst du nicht davon essen? Das heißt, Eva hört die Sünde, und da steht, Eva glaubte der Schlange. Das ist ganz spannend,
Weil wir glauben, was wir hören. Jeder von uns, jeder Mensch glaubt. Man kann sich eigentlich nicht entscheiden, ob man glaubt oder nicht glaubt, weil jeder Mensch glaubt an irgendwas. So, der Mensch ist dafür gemacht, zu glauben. Jeder Mensch glaubt. Auch wenn du nicht an Gott glaubst oder so, wenn du Atheist bist, dann glaubst du etwas. Du glaubst, keine Ahnung, dass grün grün ist, weil jemand hat dir das mal gesagt. Du hast es nicht selber herausgefunden. Du hast es geglaubt. So, wir Deutschen glauben Dinge, weil wir Deutsche sind. Wir glauben, Pünktlichkeit ist was ganz Tolles. Filipinos glauben das nicht so unbedingt. Aber wir glauben das. Warum? Weil es uns jemand gesagt hat. Und genauso funktioniert es im Geistigen auch. Es ist nur die Frage, wem wir glauben. Jeder von uns geht durch den Alltag und eigentlich hört man permanent von zwei Seiten Dinge. Man hört Dinge von der Wahrheit, vom Wort, von Gott und man hört Dinge vom Teufel. Man hört Lügen und es ist echt die Frage, wem glauben wir? Und meistens sieht es in unserem Leben leider so aus, dass wir den Lügen glauben. Warum? Weil wir es gewohnt sind. Jeder von uns hat in seinem Leben sogenannte Lebenslügen. Also Dinge, die sich irgendwie über Zeit eingeschlichen haben bei uns als Wahrheit. Oft ist es so, der Teufel fängt an, uns irgendwas zu sagen. Zum Beispiel, ich bin hässlich oder du bist hässlich. Und er wiederholt es und wiederholt es und wiederholt es und wiederholt es und dann sagen das irgendwelche anderen Menschen und dann kriege ich das vielleicht mal irgendwo mit, dass hinter meinem Rücken geredet wird so und es fängt an, sich in meinen Kopf reinzusetzen, ich bin hässlich. Und irgendwann fange ich an, diese Lüge zu glauben und dann sage ich sie mir selber vor und dann hat der Satan keinen Job mehr, weil er muss nichts mehr machen, weil ich glaube sie schon selber. So, das heißt, ich wiederhole diese Lüge und ich sage sie mir vor, kannst auch was anderes nehmen, zum Beispiel, ich bringe es nie zu etwas, alle anderen sind bevorzugt oder ganz interessant, ich habe ein Recht auf sexuelle Befriedigung. Ganz lange, jahrelang, war das meine Ausrede für Pornografiekonsum. Weil ich gesagt habe, Gott, ich habe doch ein Recht darauf, du hast mich so gemacht, ich bin ein Mann, ich habe Lust. So, und natürlich muss ich das irgendwie machen und ich muss mir da irgendwie Befriedigung verschaffen, deswegen mache ich es einfach. Und weil ich jetzt noch keine Frau habe oder keine Freundin oder was weiß ich, so muss ich mir irgendwie selber abhelfen. Und es war meine Rechtfertigung. Und es steht nirgendwo in der Bibel. Das habe ich aber geglaubt. Und das Spannende ist, aus diesen Lügen, die wir glauben, baut der Feind sowas, das nenne ich jetzt einfach mal Lügenfestung. Das heißt, er nimmt verschiedene Lügen, die steckt er zusammen und die sind dazu gedacht, dass sie uns gefangen halten in einem Kreislauf. Weil solange wir diese Lügen glauben, sind wir ganz einfach für den Feind zu handhaben. Wir stecken da drin. Ich mache das mal fest an einem Beispiel, wie es mir selber ging und wie es mir in meinem Pornografiekonsum ging. Zum Beispiel hatte ich diese Lüge in mir, alle müssen mich lieben. Man kann es auch umändern in, ich bin nicht liebenswert. Und wenn mir dann irgendwas passiert ist, zum Beispiel ich war, keine Ahnung, irgendwo auf einer Party oder so und ich habe gemerkt, irgendjemand ist mir blöd begegnet, hat mich nicht wirklich angenommen und ich gehe nach Hause, bin frustriert, bin traurig darüber, weil ich nicht so ganz geliebt wurde, wie ich denke, dass ich geliebt werden sollte, dann kam diese Lüge, Pornografie kann dir helfen, dich geliebt zu fühlen. Und es ist für viele, die ein Problem haben mit Pornografie, eigentlich so, dieses innere Ding, ich suche in der Pornografie etwas, was mir etwas gibt, was ich nicht habe. So, ich suche nach Anerkennung, nach Liebe, nach Bestätigung, nach Macht, wie auch immer. Und ich fülle das mit dieser Pornografie. Das heißt, der Satan bietet mir diese Lüge an, hey, Pornografie kann dir helfen. Es kann dir helfen, dich geliebt zu fühlen. Und was mache ich? Ich schaue es mir an, ich sündige. Und der Satan ist ein schlauer Fuchs, weil er hat mich ja jetzt schon da, wo er mich haben will. Kommt er mit der nächsten Lüge. So, oh, jetzt hast du es richtig verkackt. Jetzt hast du richtig einen Fehler gemacht, jetzt bist du der Blöde. Und da, also, was soll denn jetzt Gott über dich denken? Was sollen die anderen über dich denken? Und damit, das kannst du niemandem erzählen. Bloß damit unter der Decke bleiben. So, und daraus entsteht Scham. Und das Spannende ist, wenn wir uns schämen, wenn uns etwas peinlich ist, dann fühlen wir uns eigentlich auch ungeliebt. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Weil aus dieser Scham, aus diesem, oh, jetzt fühle ich mich nicht gut, jetzt habe ich irgendwie auch vor Gott verkackt, dann ist diese Verbindung zu Gott getrennt und ich kann nicht zurückgreifen auf seine Liebe. Und dann brauche ich ja irgendwo wieder Liebe her, weil ich brauche ja Liebe, ich bin ja ein Mensch. Und was mache ich? Ich gehe wieder zurück zur Pornografie.
Und das Interessante ist, in diesem Kampf befinden wir uns alle. Man könnte jetzt Pornografie austauschen durch schnulzige Liebesfilme, Abenteuerromane, Computerspiele, Alkohol, Freunde, Ehefrau, Ehemann. So, man kann es ersetzen durch fast alles, weil wir Menschen sind so gemacht, dass wir unsere Seele von etwas ernähren. Und es ist normal, wir Menschen sind geschaffen zur Abhängigkeit, aber zur Abhängigkeit zu Gott hin. Aber was machen wir? Wir versuchen uns selbst zu versorgen. Ich habe jahrelang versucht, selber frei zu werden von Pornografie. Ich habe jahrelang, habe ich, keine Ahnung, mich gezwungen wegzuschauen, wenn ich irgendeine Frau auf der Straße sehe. Ich habe mich gezwungen, die Augen zuzumachen, wenn eine Sexszene im Fernsehen oder im Kino. Und ich habe irgendwie versucht, aus eigener Kraft das zu schaffen, aber es ging nicht. Nach einer gewissen Zeit war meine Kraft aufgebraucht und es war vorbei. So. Und indem ich das versucht habe, habe ich mich eigentlich wieder an Gott versündigt, weil ich habe versucht, mich selbst zu erlösen. Und ich habe gesagt, Jesus, dein Tod am Kreuz reicht für dieses Problem nicht aus. Ich mache noch ein bisschen mehr. Und das ist spannend, weil ich habe nicht begriffen, dass es eigentlich nur um die Frage geht, wem glaube ich? Also glaube ich Gott, wenn er sagt, dass er jeden Mangel ausfüllen will in mir? Glaube ich das oder muss ich irgendwie noch versuchen, selber was zu machen? Diesen Mangel irgendwie selber zu füllen? Und ich habe ganz lange versucht, diesen Mangel selber in mir zu stillen. Und ich habe auch versucht, dann Pornografie wegzuschieben und dann ist irgendwas anderes an diese Stelle gerückt. Weil so sind wir gemacht. Wir suchen, wir brauchen etwas, was diese Lücke füllt. Und was wir aber lernen müssen, ist, dass Gott völlig ausreicht, um diese Lücke zu füllen. Er reicht völlig aus. Aber wie funktioniert es? Wie kann ich das machen? Oder wie kommt es hervor in meinem Leben, dass das wirklich Wahrheit wird? Und das ist das, was wir im Kurs versuchen zu vermitteln. Wir versuchen beizubringen, wie der Kampf des Glaubens funktioniert. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mich hingesetzt mit Gott. Immer wenn ich gemerkt habe, da kommt dieses Verlangen. Ich habe ein Verlangen nach Pornografie. Ich habe mich hingesetzt und ich habe ihn gefragt, warum? Warum will ich jetzt ein Porno gucken? So, ich bin traurig, ich bin frustriert und ich habe nicht den PC angeschaltet, sondern ich habe mich hingesetzt auf mein Bett und habe gefragt, Gott, warum? Warum will ich das machen? Ich habe mit ihm gesprochen, ich bin in Beziehung gegangen. Und ich habe gemerkt, in mir drin sind ganz viele Löcher, die ich versuche zu stopfen. Und ich komme nicht mal auf die Idee, damit zu Gott zu gehen. Weil diese Lüge kommt sofort und sagt, hier, Pornografie, nimm das doch. Und was ich gemacht habe, ist sofort zuzugreifen und zu sagen, ja klar, mache ich. Weil ich hatte keine Wahrheit von der anderen Seite, die sich mir angeboten hat, wo ich sagen konnte, ja, aber das ist doch die Wahrheit und hier ist mein Gott und von dem kriege ich das doch. So. Und wenn wir zurückgehen zu diesem Lügenkreislauf, man könnte an jedem Punkt davon, bei jedem 1, 2, 3 könnte man einsetzen, man könnte sagen, hier durchbreche ich den Kreislauf. Viele von uns haben das vielleicht schon mit Verdammnis und Scham geschafft, die sagen, nein, in Christus, für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis. So, und glauben das und können danach nach und nach Sünde wieder zurückkommen zu Gott und sagen, oh, es tut mir leid, und diese Beziehung ist wiederhergestellt. Aber es geht eigentlich darum, weiter vorne anzusetzen. So, wenn diese Lüge kommt mit, hey, Pornografie kann dir helfen, dich geliebt zu fühlen, da könnte man schon ansetzen. Oder ein Punkt weiter vorne, bei dem ich fühle mich nicht geliebt, alle müssten mich doch eigentlich lieben. Oder es reicht nicht aus, dass nur Gott mich liebt. Da könnte man ansetzen. Und das Spannende ist, was braucht man dafür? Dafür braucht man die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Zum Beispiel, wenn ich mich nicht geliebt fühle, was mache ich dann? Ja, renne ich dann zu Gott? Also, ich meine, klar, man kann sich in Lobpreis setzen und kann sich ein bisschen aufladen lassen von Gott und so. Aber der Kampf des Glaubens besteht eigentlich darin, dass ich das, was er gesagt hat, nehme und es glaube. Dass ich sage, Gott hat gesagt, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott für uns hat. Das steht in seinem Wort. Das heißt, ich habe erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott für uns hat. Da steht nicht, ich habe gefühlt und gespürt. Ja? Oder ich habe es gemerkt, dass Gott mich liebt und dann hat mich das irgendwie freigemacht. Nein, ich habe es geglaubt. Gott hat es gesagt und ich habe einfach angefangen zu glauben. Wir denken oft, wir müssen erst was spüren und fühlen und dann können wir es glauben oder etwas sehen. Aber Glauben ist, dass man feststeht in dem, was man noch nicht sieht. Und der Kampf des Glaubens, und der Kampf des Glaubens besteht darin, dass man die Dinge, die man noch nicht sieht, festhält und sagt, aber das ist die Wahrheit. So, und dass man sagt, das ist das Wort Gottes und ich beiße rein in dieses Wort und ich halte mich so lange daran fest, bis es mich festhält. Es gibt eine Geschichte von einem Mann oder von einem Zeppelin-Start. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt Zeppeline. So, das sind so Art Riesen-Heißluftballons. Und
Die musste man, wenn man sie starten wollte, musste man die Seile unten festhalten und sie dann gemeinsam loslassen, damit die Dinger in der Luft fliegen können. So, und es ist mal vorgekommen, es war ein bisschen windig an dem Tag und unten standen Männer und haben diese Seile festgehalten. Und ein paar haben zu früh losgelassen und ein paar haben sich zu lang festgehalten. So, und dann sind die mit in die Höhe geflogen und es waren drei junge Männer und ein alter Mann. Und mit der Zeit, so eine halbe Stunde später, fingen an runterzufallen. Und dann ist erstmal ein Mann runtergefallen, ein zweiter Mann, der dritte Mann. Und es hat etwa 2, 3 Stunden gedauert, bis sie den Zeppelin wieder landen konnten. Und der alte Mann ist oben hängen geblieben. Die jungen Männer haben versucht, sich festzukrallen und festzuhalten, und die haben es nicht geschafft. Und der alte Mann hat es geschafft, zu überleben. Danach haben sie ihn gefragt, wie hast du das hingekriegt, wie hast du das angestellt? Und er hat gesagt, ich habe das Seil genommen und ich habe es um mich rumgebunden. Ich habe mich so lange festgehalten, dass ich Zeit hatte, um es um mich rumzubinden, bis es mich festgehalten hat. Und das ist genau das, was wir tun müssen mit dem Wort Gottes. Wir müssen uns so lange daran festkrallen, an dieser Wahrheit. Wenn wir in der Situation sind, wo die Lüge kommt, müssen wir uns so lange festkrallen an der Wahrheit, bis diese Wahrheit uns festhält. Bis sie uns trägt. Weil dann haben wir die Kraft zu überwinden. Und dadurch überwinden wir. Und nicht dadurch, dass wir toll sind und dass wir uns irgendwie anstrengen, irgendwie nicht hinzuschauen zur Pornografie oder uns irgendwie disziplinieren und es anders machen, denn die Disziplin ist, uns am Wort festzuhalten, bis es uns festhält. Und das wollen wir Männern und Frauen beibringen. Das ist das, was wir vermitteln wollen, weil das macht einen fähig, Riesen zu töten. Und das macht einen fähig, diesen Riesen der Pornografie zu besiegen. Denn Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich verspreche euch, niemand wird wirklich frei ohne das Wort Gottes. Niemand. Denn nur das Wort Gottes macht wirklich frei. Und wir müssen lernen, dieses Wort zu essen, uns davon zu ernähren, unsere Seele davon zu ernähren und aufzuhören, uns von anderen Dingen zu ernähren. Und das ist die Botschaft von Free Indeed.